Mit frühlingshaften Temperaturen ist in Deutschland vorerst nicht zu rechnen. Vielmehr droht heftiger Schneefall. Die Woche startet mit kalten, ungemütlichen Temperaturen. Vor allem in der Mitte Deutschlands muss man mit Regenschauern rechnen. Der Alpenrand und die Ostsee zählen in dieser Woche zu den wärmsten Gebieten. Am Dienstag werden Schneefälle und Regen erwartet, die sich im Laufe des Tages Richtung Süden bewegen werden. Im Norden Deutschlands kann es am Dienstag zu Stürmen kommen. Die Böen können eine Geschwindigkeit von bis zu 90 km pro Stunde erreichen. Das Wetter in Deutschland bleibt kalt und wechselhaft. Im Süden Deutschlands könnten die Temperaturen Mitte der Woche etwas wärmer werden. Der Norden Deutschlands muss sich im Laufe der Woche auf eisige Temperaturen nur knapp über 0 Grad einstellen.